Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich fühle mich stark mit meinem Amulett aus der letzten Folge. Ich hatte da vorher gewusst. Was passiert, wenn ich hier Magie ziehe? Nichts. Das ist denen vollkommen egal. Na gut, müsst ihr wissen. So, um sicher zu gehen, dass ich hier jetzt nicht irgendwie blöd runterfalle oder Orks in die Arme laufe, werde ich hier nochmal eine Runde speichern. Und dann, ne? Über diese unsichtbare Mauer drüber springen. So, ich wollte in dieser Folge Richtung Süden gehen. Und genau das werde ich auch tun. Schaffe ich es, diese beiden dann nicht gegen mich aufzubringen? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. War ja klar. Ein Pilz. Snapper. Ganz böse. Von denen sollte ich mich fernhalten. Ne, hier rechts, Snapper. Das sind, glaube ich, zu viele auf einmal. Immerhin bin ich die Orks los. Das ist schon mal gut. Ist die Kiste unverschlossen, oder? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Nee, ich habe nur die falsche Seite gesehen. Die Rückseite. Wow! So viel dazu. Ist es nur einer? Es ist nur einer. Glück gehabt. Nichts zu plündern. Ich dachte, ich kann jetzt Krallen abziehen. Kann ich nicht? Oh, da ist ja noch einer. Nee. Mana ist mir zu knapp. Gegen den Einzelnen komme ich an den Nahkampf. Na komm her. Na komm her, Kleiner. Ach, verdammt. Immer noch keine Krallen. Oh, das sind zwei, das sind zwei. Nein, 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 nein. Mit zweien lege ich mich nicht an. Niemals. So, hier würde ich jetzt, glaube ich, zum Sumpflager kommen, ne, im ersten Teil. Wenn ich mich nicht täusche. Links und so. Aber ehrlich gesagt, diese Barriere da drüben, diese Palisade, macht mir ein bisschen Angst. Ich fürchte, das könnte von den Orks sein. Ich will trotzdem. Ja, das ist von den Orks. Okay. Ja, und da steht auch schon ein Ork da vorne. Ich glaube, ich komme da nicht wirklich durch. Schade, schade, schade. Na gut. Ist das denn überhaupt der richtige Weg? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich genau hin muss. Ja, irgendwo dahin Richtung Alter Turm von Xardas. Ich werde da ja mal jetzt Richtung Orkgebiet laufen und dann, wenn ich näher dran bin, nochmal auf die Karte schauen, um mich genau zu orientieren. So. Was haben wir hier oben? Ach, hier oben sind noch mehr Orks, oder? So wie das aussieht. Oder ist hier niemand? Hä? Ah, doch, da. Da ist einer. Alles klar. Gut. Überzeugt. Ich will hier gar nicht hin. Ja, ist gut, ist gut. Tschüss, Ork. Tschüss. Ich bin schon weg. Ich sagte, ich bin schon weg. Ich sagte tschüss. Ah, jetzt kommt er mir hinterher, ne? Weil ich nicht genug Abstand hatte. Kann der klettern? Können Orks eigentlich klettern? Nein, kann er nicht. Sehr gut. Dann habe ich den da abgehängt. Gut zu wissen, dass es das funktioniert. Ich könnte ihn jetzt natürlich mit Magie abschießen von da oben. Aber ehrlich gesagt, ui, ich glaube, ich will da. Will ich darüber? Ja, ich will da hoch, ne? Komme ich da nicht in die andere Richtung? Nope. Ich muss darüber. Okay. Dann soll das eben so sein. Komme ich da hoch? Nein. Aber gut, so funktioniert das. Ich glaube, also ich erinnere mich an diesen Aufstieg. Ich weiß nicht, ob es aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil ist. Von früher, als ich das Spiel ganz früh gespielt habe, in meinen frühen Jugend, in meiner
frühen Jugend. Oder späten Jugend, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls war ich da damals. Aber im Let's Play vom ersten Teil war ich ja gar nicht. Oh, da ist eine Höhle. Aha. Habe ich die im ersten Teil übersehen beim Let's Play? Das wäre ärgerlich. Wie, das ist zu weit entfernt. Ach so, von der anderen Seite, natürlich. 30 Pfeile und Bogen. Seht ihr, da habe ich doch schon meine 300 Gold zusammen, die ich noch brauche für Gorn. So, jetzt habe ich erstmal einen Ring. Plus 3 Kraft. Naja, aber Mana ist schon besser als Magier und der Schutz ist auch besser. Also, kein Bedarf. So, was erwartet mich denn da drüben? Na, Feuerwarane, na klasse. Also das ist schon die zweite Höhle, die ich hier im zweiten Teil im Minental entdecke, die ich im ersten Teil nicht gefunden habe. Und ich bin echt versucht, meine kleinen Ausstecher zu machen in Gothic 1, um zu schauen, ob es das alles dort auch gibt. Was haltet ihr denn davon? Schreibt mal einen Kommentar. Soll ich ein kurzes Retro... Wow, what? Echsenmenschen? Was zur Hölle? Soll ich mal kurz Gothic 1 wieder anschmeißen? Und mit euch gemeinsam... Oh, verdammt. Ich glaube, ich will da nicht hin, oder? So wie das aussieht. Soll ich kurz Gothic 1 anschmeißen? Und nochmal eine Folge dranhängen, in der wir das Minental erforschen. Wenn ihr das sehen wollt, dann bekommt ihr das. Ihr müsst mir aber sagen, dass ihr das wollt. Komm ich da? Ach komm schon. Ernsthaft? Oh, komm schon, da kommst du doch hoch, oder? Ja, natürlich kommst du da hoch. Du bist doch echt blöd. Na gut, das mit dem Hochklettern hat dann wohl doch nicht geklappt, weil diese dämlichen Echsenmenschen im Weg sind. Ich hätte ja gedacht, ich komme da irgendwie hin. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da nicht runterfalle und sterbe. Oh, Wölfe. Ups, da kam ich gerade ans Mikrofon. Ich schreibe mir gerade mal auf, wann das war, damit ich das rauseditieren kann. Falls es zu laut war. Hä? Wo bist du? Ach, noch eins tiefer. Hä? Hinter mir? Nö. Ja, komm her. Oh, die armen Wölfe. Ich will die doch gar nicht töten. Das sind so schöne Tiere. Ich hätte ja gerne einen Wolf als Haustier. Weil, weiß nicht, Hund kann jeder. Wölfe sind super. Da ist doch noch einer, oder? Naja. Nichts zu holen. Ja. Habe ich gemerkt, dass du gesprungen bist. So, Olaf. Dreimal gebranntes Fleisch, bla bla. Guck mal, noch mehr Geld. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ey, ich kann Gorn sowas von freikaufen, wenn ich da wieder zurück bin. Eine Rune. Oha. Was für eine Rune hat der? Angst. Interessant. Ich glaube, mit Angst... Natürlich flöße ich da mit anderen Angst ein. Nicht mir selbst. Das wäre ein bisschen dämlich. So, dass die dann wegrennen. War da nicht was mit Olaf? War da nicht eine Quest irgendwie? Hatte ich da nicht was? Schöpfer und Erz? War da nicht einer? Ne, Markus, Fayette und Silvestro, okay. Mit Gorn war es auch nicht. Nö, keine Ahnung. Dann weiß ich gerade auch nicht, was das ist. Vielleicht ist das ja auch nur eine dunkle Erinnerung aus vergangenen Tagen. Und es kommt noch oder so. Oder es ist kompletter Unsinn, den ich mir einbilde. Ach komm, zwei Wölfe. Da brauche ich keinen Mana für. Na komm her.
35, ne? Das heißt, zwei hiervon und einen davon. Kriege ich Mana? Nö, kriege ich nicht. Ich gestehe, ich kann einige von den Pilzen essen noch, bis ich Mana kriege. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind sehr viele. Ich habe mal offscreen mir den Spaß gemacht, mal ganz viele zu futtern und zu gucken, wann es denn passiert, ob ich vorsichtig sein muss. Und es war, ich weiß nicht, bei 30 habe ich aufgehört. Das heißt, wenn ich noch 30 Pilze esse, kriege ich noch keinen Mana-Bonus. Also so knapp ist es jetzt nicht, dass ich da wirklich auf jeden einzelnen verzichten müsste. Wenn ich halt 5 Leben brauche, dann futter ich halt einen Pilz. Nein, Varan. Nur einen. Nur einer auf einmal. Nein, vergiss es. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bleibt ihr stehen? Ihr bleibt stehen. Sehr gut. Dann frisst ihr jetzt Feuer. Dabei sind die gar nicht so schwer, ne? Die sind eigentlich nur so stark wie so ein Snapper oder so ein Lurker. Nichts zu holen. Das ist schon, da ist nichts zu holen. Das ist schon übel, ne? Wie ich gegen einen Einzelnen einfach voll gewinne und dann gegen mehrere, auch wenn es nur zwei sind, total abkacke. Ich finde das schon irgendwie traurig. 15 Mana. Das war das hier. Dann futter ich mal das hier weg. Ich weiß nicht, ich mag es, wenn das Inventar ein bisschen aufgeräumt ist und nicht so voll gestopft mit verschiedenen Sachen, von denen ich nur ganz wenig habe. So, komm, den Eintopf und dann... Ja, komm, Manzenfleisch. Das will eh keiner haben. Also will keiner haben im Sinne von Wein oder Rum, den ich ja zum Beispiel habe, oder Wasser. Kommt ja immer wieder vor, dass jemand was zu trinken haben will. Ich glaube nicht, dass jemand Weizenfleisch von mir haben möchte. Das, das bezweifle ich ein bisschen. Ich habe zwar gerade gespeichert, aber nachdem es bei einem Kampf so knapp war, möchte ich den nicht wiederholen. Und der Kampf war knapp, obwohl ich ja mein neues Amulett habe, ne? Na, komm her. Sehr gut. So, hier waren irgendwo Feuerwarane. Ja, direkt da oben. Dann gehe ich gar nicht weiter in die Richtung. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin, um zu den Schürfern zu kommen? Diese Frage werde ich beantworten, nachdem ich mir diese Heilwurzel geschnappt habe. Und zwar muss ich da, glaube ich... Ach ne, ich muss rechts rum, ne? Die werden ja wohl nicht oben am Berg schürfen, sondern unten in den Berg hinein. Ist das da nicht Xardas alter Tod? Ne, das ist ein Außenposten. Das ist ein Außenposten. Von den Orks oder so? Keine Ahnung, wie war das im ersten Teil? Im ersten Teil waren hier auch Orks. Ich glaube, die hatten hier ihre Außenposten, diese Türmchen. Na, klasse, noch mehr Wölfe. Zieh die Waffe, Mann! Jetzt steckt er sie wieder weg. Weil ich nochmal gedrückt habe. Ah, verdammt, ey. Jetzt komm her. Und jetzt kommst du her. Komm her. So, funktioniert doch. Ich frage mich ein bisschen, ehrlich gesagt, warum zur Hölle sind hier so viele Gegner? Wenn doch die Schürfertrupps hier durchkamen. Hätten die nicht getötet, als sie durchgezogen sind zu ihrer Schiffstelle? Oder sind die nicht in der Lage, 4 Wölfe umzulegen? Das glaube ich ja irgendwie nicht. So. Hoffentlich kann ich bei denen eine Runde pennen. Das hätte ich gerade echt nötig. Na, klasse. Ein toter Paladin. Ich glaube, das mit dem Schlafen wird hier nichts. Ah, Minecrawler, na super.
Gut, was haben wir hier? Skelettknochen, Lederbeutel. Gut, dann werde ich mal hier Inventar aufräumen und betreiben. Honig ist bestimmt voll gesund. So viel Zucker. Ganz viel Zucker auf einmal. Ist bestimmt gesund und voll lecker und muss bestimmt auch nicht davon sich übergeben. Oder so. Ja, komm, hier ein bisschen Fleisch. Und dann habe ich es ja auch gleich schon wieder. Fehlt nur noch das Mana. Zwei hiervon, komm. Wie gesagt, das Große, das will ich behalten. Daraus mache ich Tränke. Wobei ich vielleicht... Vielleicht wäre es klug, erst das Schwächste zu nehmen. Kavalons Lederbeutel, wie gesagt, den würde ich gerne für Kavalon auf... Blödsinn, den hebe ich für Kavalon auf. Olafs Beutel hebe ich auch mal auf. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Freunde von ihm, die den haben wollen. Nee, Gorns Lederbeutel hebe ich natürlich auf für Gorn. Ich beklaue doch nicht meinen eigenen Freund. Nein, 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 nein. So weit kommt's noch. So, mein Crawler. Na, klasse. Mein Crawler. Wobei, ich war ja eigentlich hier, ne? Ich kann ja jetzt so zählen. Es gibt hier keine Erzkiste. Und hier drüben ist keine Erzkiste. Ach komm. Ah. Nichts zu holen. Minecrawler sind also auch so ein 120er Viech. Da sind noch mehr. Diese alten Münzen. Wo sind die her? Wo sind die viel wert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich gebe die nicht her, oder? Nee, ich habe da noch ganz viele von. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach, hier. Ich brauche... Ey, was? Hallo? Ach so. Das Spiel hing gerade. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Steuerung nicht reagiert. Hier haben sie wohl geschürft. Aber schon länger nicht mehr. Ja, das ist genau das, was ich tun wollte. Ich wollte natürlich meine Fackel mit der Spitzhacke kombinieren. Nein. Wobei, ging das nicht irgendwie, dass man hier selber Erz abbaut? Ich glaube, das ging schon. Man musste halt nur ewig auf diesem Klumpen rumhacken. Am besten über Nacht oder so. Und dann kriegt man irgendwie 2, 3 Erz. Nichts zu plündern. Vielleicht war es auch im ersten Teil. Oh, ein Apfel. Sehr schön. Damit da ist nichts zu. Kann ich meine Stärke steigern. So, jetzt fülle ich mal nochmal meinen Mana auf. Und dann kann ich mich endlich weiter hineinbegeben. Oh fuck, das sind wirklich mehrere. Siehst du die Waffe? Okay, wo ist der nächste? Diese 120er Viecher, ja, so wie die Varane vorhin. Einzeln geht's. Einzeln geht's. Aber auch schon zwei sind mir definitiv zu viel. Hier sind mehrere, ne? Das gefällt mir alles irgendwie nicht. Ich will hier mal nochmal eine Runde speichern, um sicher zu gehen. Und dann, glaube ich, du stehst ein bisschen hervor, vor den anderen. Vielleicht bist du ja alleine, wenn ich dich anschieße. Ja, bist du. Sehr gut. So gefällt mir das. So, und für die anderen... Ist ja nicht so, als hätte ich nur meine eine Rune mit dem Feuerpfeil, ne? So ist es ja nicht. Ich habe ja zum Bleistift hier noch die Möglichkeit, mich zu heilen. Einmal kurz. Und... Ach komm, dann mache ich nochmal voll. Nee, ich habe hier zum Beispiel... Nee, vergessen will ich nicht. Wundheilung auch nicht. Eispfeil macht 50 Schaden. Das ist immerhin doppelt so viel wie der Feuerpfeil. Habe ich aber halt nur einmal. Feuerball macht 75. Hätte ich viermal. Das gefällt mir.
Nehmen wir es mal weg. Dann hätte ich noch... Ja, die ganzen Verwandlungen. Windfaust. 20 bis 80 Schaden, 50 bis 200. Kapier ich gerade nicht ganz. Ist mir zu kompliziert. Ich will den da. Na komm schon. Warum ging das gerade nicht? Warum konnte ich gerade nicht zum dritten Mal zaubern? Oh, hab ich. Ich habe viermal gezaubert. Okay, viermal fünf Mana. Alles gut, nichts passiert. Alles gut. Und hier haben wir... Achso. Gift der Blutfliegen. Okay, das ist immer noch so verschlossen. Und... Wie heißt das? Versiegelt, genau, versiegelt. Dieses Wachssiegel, dieses Wachszeug da oben drauf. Nennt sich Siegel. Ja. Ich sehe gerade, da sind noch mehr Minecrawler. Ich würde sagen, das ist eine Sache für die nächste Folge. Denn die hier ist wohl wieder ein bisschen zu lang. Ich stoppe mir eben noch diesen Lederbeutel hier. Und meine Fackel wieder. Und wir sehen uns dann wieder. Hoffentlich. Nichts zu plündern. In der nächsten Folge, wenn ich mich mit diesen Minecrawlern anlege und weiter die Höhle durchsuche, nach Beweisen und Hinweisen, was hier passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen!